Die Eskimos haben's vorgemacht. Mittlerweile sind sie von Seen nicht mehr wegzudenken. Kajaks. Hier in Gmunden hat Walter seit 9 Jahren seinen Job. Der Paddelhype stetig wachsend. Auch Mark will unter die Paddler gehen, lässt sich beraten. Ich bin jetzt Anfänger, was empfiehlt man da? Genau. Ganz eine wichtige Frage und ein wichtiges Thema ist, wenn du dir heute ein Boot anschaust, Stabilität ist natürlich hauptsächlich gegeben durch das Unterschiff. Mhm. Je kantiger Unterschiff ist, umso eher hast du Stabilität im Boot. Okay, das heißt, diese Kanten, glaubt man gar nicht, das hat aber sehr viel mit Anfangs- und Endstabilität zu tun. Einsteigerangebote gibt's ab 600 Euro. Kajakfahren ab 7 Jahren möglich, solange es der Körper erlaubt. Entscheiden muss sich Marc zwischen See- und Flusskajak. Worauf ist da zu achten, wenn man auf See oder im Fluss fährt? Wichtig ist bei den Flüssen, über das definieren. Ein See ist relativ klar stehendes Wasser, meistens genug Wasser unterm Kiel. Der Fluss ist aber das Thema, wie wendig ist er? Vor allem möchte ich heute Flüsse fahren, die auch eine Schwelle drüber haben, wo ich mit dem Boot runterfahren möchte, dann ist man natürlich schon sehr eingeschränkt. Und es sind Boote, die für so einen Fluss geeignet sind, für einen See nicht unbedingt geeignet. Also für einen See stehendes, langsam fließendes Wasser ist ein Touring-Kajak geeignet. Da kann ich auch auf ein langes Boot gehen. Wenn ich im Flussbereich mehr fahren will, muss ich einfach eine Spur kürzer werden. Und möchte ich klassisch ein bisschen in die Wildwassergeschichte eintauchen, dann muss man sowieso in Richtung eines Wildwasserbootes gehen. Und dann geht's ans Testen. Die Eskimo-Rolle, muss man die kennen? Also ich kann da sagen, die halbe Eskimo-Rolle, die kann ja jeder. Ja. Und für die zweite Hälfte gibt es eigene Eskimo-Tierkurse. Okay. Aber für unsere Boote braucht man es nicht von Anfang an lernen. Du wirst sehen, du bist sicher und stabil unterwegs. Okay, passt. Gut. Ich darf dir jetzt an die Lisa übergeben. Meine Mitarbeiterin sagt dir jetzt so die ersten Schritte zum Probieren fürs Boot. Lisa übernimmt die Einschulung. Badewanne nennt sie das Einsteigerboot liebevoll. Aber der Wahlgmundner stellt sich gut an. Speziell eigentlich ein richtiges Oberkörpertraining, also wirklich, wo die ganze Rückenmuskulatur beansprucht wird, der Schulterbereich. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt im Kajaksport, man sieht eben oft die Rennfahrer, die gängen so mit. Mhm. Die sitzen so. Wir sitzen jetzt speziell wirklich eingespreizt drinnen, dass ich mich wirklich gut abstützen kann und die Oberschenkel wirklich da gut einspreizen kann. Und durch das, dass ich eben dann diese Bewegungen mache, ist es eigentlich teilweise ein Ganzkörpertraining. Und durch die Bewegung von den Füßen übertrage ich eben die Kraft und in die Rückenmuskulatur und aktiviere die Rückenmuskulatur und dann eben wiederum aufs Paddel und aufs Wasser. Bei Walter in Gmunden in der Traunsteinstraße 13 gibt's Kajaks nicht nur zu kaufen. Hier kann auch ausgeborgt werden. Eine Runde am Traunsee, dann inklusive.